Sie kennen sicherlich alle schon das 7-Schichten-OSI-Referenzmodell, ne? Hier sind eigentlich sind hier drei verschiedene Geschmacksrichtungen davon aufgeführt. Zum einen die reinen Leere hier. Physical Layer, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Was, glaube ich, nur in Textbüchern oder so auftaucht und in ganz wenigen speziellen Telekommunikationssystemen. Aber in der Praxis ist es das hier eher so die Segmentierung, dass sie hier auf eher so 4 oder 5 Schichten unterwegs sind. Ich habe auch mal hingeschrieben, was hier eigentlich die Einheit ist. Also hier reden wir tatsächlich von Spannung, Strom, Licht an, Licht aus, Bit. Das ist hier schon der Rahmen. Also das sind mehrere Bits zusammen gepackt und noch, aber noch kein, nicht notwendigerweise richtig Sinn drin. Ja, schon doch, also die Adressen stecken schon mit drin. Das Paket, wo dann auch auf dem Network Layer der Weg gesucht wird, das ist eben das typische IP, was auf der Schicht dran drauf ist. Und dann oben noch der Transport, das Sie als TCP wahrscheinlich schon kennen. Weiß nicht, das sind alles Begriffe, die sind bekannt, ne? So, wir bewegen uns. Ich habe hier nochmal so einen Physical Layer hier, das Zigbee beispielsweise, rausgepackt. Ist Ihnen das, haben schon mal gehört, Zigbee? Nee, das ist ein relativ niederdatenratiger Funkstandard. Der basiert auf dem Physical Layer, spezifiziert nach dem IEEE 15.4. Genau, jetzt weiß ich, was ich eben vergessen hatte. Da wollte ich nämlich auch noch reingucken. Der den Mac Layer und den Physical Layer beschreibt und der ist für Hausautomation eigentlich gedacht. In eigentlichen Abänderungen auch für zum Beispiel Remote Control, also hier Fernbedienungen und sowas. Macht im 2,4 GHz Band standardmäßig 250 Kilobit pro Sekunde, also nicht viel mehr. Der Clou im Zigbee ist aber, dass man hier Multi-Hop-Networks aufbauen kann, also wirklich voll vermaschte Netzwerke aufbauen kann, womit sie also auch über mehrere Hops dann andere Partner erreichen. Also eine echte Netzwerkfunktionalität, die erstmal so Bluetooth beispielsweise nicht unbedingt hat und auch die WLAN als WLAN nicht unbedingt hat, ne, sondern verbinden sie sich eben mit ihrem Access Point. Und dann war es das. Und wenn der nicht mehr in der Nähe ist, verbinden sie sich mit einem anderen Access Point oder keinem. Also dieses WLAN macht ein, also WLAN als WLAN macht dann, sie verbinden sich mit dem einen Router und der hoppt dann zum nächsten und so weiter. Das ist eher nicht so, sondern es geht dann immer über das Kabel. Das ist ja der Plan da. Und das ist bei Zigbee nicht so, sondern der kann tatsächlich über Funk auch verschiedene Punkte über mehrere Hops erreichen. Und definiert aber auch auf den höheren Layern hier noch irgendwie was, was man damit machen kann. Beispielsweise gibt es da so in dem Profil für Haus- und Klimaanlagen dann irgendwie so den Lichtschalter und dann ist da eben das Protokoll vereinbart, wie so ein Licht ein- und ausgeschaltet werden kann. So, da gibt es in dem Bereich oder für diese Applikation gibt es sehr viele proprietäre Sachen, nicht zuletzt auch von Konrad oder sowas, aber eben auch den Standard hier. Als Zigbee, der eben im Smart Home, Smart Grid, Smart Metering oder so auftauchen soll. Das nochmal als ein Beispiel. So, auf die einzelnen Punkte muss ich, glaube ich, nicht eingehen, oder? Soll ich? Nee, ne? Die einzelnen Aufgaben, das haben sie, glaube ich, alles schon drauf. Ich habe hier mal, und das ist nicht mehr vollständig, weil sonst, ich muss es eigentlich, muss ich das jedes Jahr erweitern, mal aufgeschrieben, was für Ethernet-Standards es eigentlich gibt. Genau, und da wollte ich jetzt doch noch mal einmal. Hier. Dann machen wir mal. Glaube, das ist falsch, oder? Ja, das war falsch. Ah, das ist auch falsch, weil da der Punkt steht. Warum ist das? Das ist, da findet man auch nichts. Get. Genau, da war es. Standardseite und so weiter. Würde echt mal interessieren, was heute Morgen hier so langsam ist, ob das irgendwie der DNS ist.
Na gut, dann warten wir einfach mal, bis das geladen ist. Also ich habe hier mal eine ganze Liste von IEEE-Standards hier aufgeführt, beginnend mit dem 10 Megabit, 10 Base 5, Thick Ethernet. Das waren noch Koaxkabel, die beiden, ersten beiden. Und da war es tatsächlich noch so die Idee, und den kenne ich sogar noch, also Sie wahrscheinlich nicht mehr, nicht? Also da hatten wir dann ein Koaxkabel, das ging so durch den ganzen Bürotrakt durch. So wie oben, da haben wir ja auch die Büros so hintereinander. Da kam also auf der einen Seite kam das Koaxkabel rein, dann hat man sich da irgendwie mit seinem Computer, mit so einem T-Stück eingeschleift und dann ging es auf der anderen Seite wieder raus und dann kam der nächste. Sodass sich also jetzt so ein ganzer Bürostrang da ein Koaxkabel geteilt hat. Und wenn da irgendeine Nase auf die Idee gekommen ist, remote irgendwo einen Bildschirmschoner zu starten und das auf seinem Desktop zu transformieren, dann ging halt auf dem ganzen Strang halt nichts, ne? Oder wenn einer auf die Idee gekommen ist, das mal abzustöpseln oder mal die Leitung aufzumachen oder so, da gerade dran rumzuschrauben, dann ging halt irgendwie da nichts mehr. Und man hat sich natürlich immer dieses Kabel geteilt. Nicht? So alle Professoren beispielsweise, die da oben da in einem Bürostrang sitzen, würden sich jetzt eben die Datenrate des Kabels oder die 10 Megabit teilen. Und das macht man heute so nicht mehr, sondern wir haben heute die entweder Stern- oder Punkt-zu-Punkt-Verbindungen typischerweise hier, wo sie dann eine dedizierte Verbindung, es ist meist Twisted Pair heutzutage mit dem RJ45 Stecker vorne dran, wo sie eine dedizierte Verbindung eben von ihrem PC zum nächsten Router oder mindestens Switch haben. So ist der Aufbau heutzutage ja, ne? Sodass eben zumindest die Datenrate bis zum Switch ihnen voll zur Verfügung steht, wie der Switch dann damit umgeht und ab wo sie sich dann die Datenrate mit jemand anders teilen müssen. Sieht man. So, und die Geschmacksrichtungen hier beginnen in den 80er Jahren, waren eben 10 Megabit, 100 Megabit, 1 Giga und so weiter. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der IEEE ist nicht zugange gekommen. Und wir sind jetzt hier auch schon bei 100G oder sogar noch mehr. Und da hatte ich eigentlich gedacht, ja, machen wir es vom WebDAV aus, geht auch. Aber was ist hier heute los? Ich habe es ja auch als lokal, so ist ja nicht. So. Mal die Roadmap des Ethernets, was ja auch der ist sie Ihnen mal gezeigt worden. Also wo will man hin? Naja. So, also, man hat da hinten die Terabit Mountains, ne? Und da möchte man mal hin. Und Sie sehen jetzt in verschiedener Ausprägung hier, wo wir heute so stehen. Das finde ich eben dieses ganz Nette hier dran, ne? Die haben wir schon, das ist Speed in Development und das ist Possible Future Steps. So, und da ist das hier in der Planung, da mit den 400. Und die 200er Schritt kommt halt ein bisschen später und dann möchte man eben hier auch bis zu größer 10 Terabit pro Sekunde da mit Ethernet abbilden können. Das ist so der Plan. Nicht, dass das Ihr Computer das dann können soll plötzlich oder so, sondern es geht auch darum, dass man im Backbone, mindestens in der Verdrahtung vom Campus oder vom Rechenzentrum oder sowas, hohe Datenraten hat oder sogar im Weitverkehr. Also dann, wenn Sie große Strecken überbrücken wollen oder sowas, nicht? Ist auch nicht notwendigerweise so, dass das alles heißt, dass das über A eine Glasfaser, wir reden natürlich über Glasfaser, nicht? Dass das über nur eine Glasfaser gehen muss oder selbst wenn, dann muss das nicht über genau eine Wellenlänge gehen, sondern es kann auch über mehrere Wellenlängen verteilt werden, die Datenrate. Also das heißt nicht, dass Sie jetzt plötzlich einen dedizierten Lichtstrahl, eine Farbe, man spricht ja immer von Farben, obwohl man es nicht sieht, eine Farbe haben, auf der dann plötzlich irgendwie 10 Terabit pro Sekunde sind, sondern das können auch eine Menge sein, ne? So. Aber es ist unter Umständen ein Kabel. Weiß es nicht, ist ja auch. Eine Verbindung ist es sowieso, ja. So. Und da sind wir auch schon bei sehr viel größer 2020, ne?
der braucht ein bisschen hier im Aufbau immer. Warum? Ich probiere mal, ob ich das mit dem anderen hier, der schneller ist. Ja, der ist ein bisschen schneller. Genau, so soll es sein. Aber jetzt kann ich hier wieder nicht. Hallo? Also ich habe keine Ahnung, warum ich heute so einen Kampf mit meinem Computer habe. Okay, so. Nee, das macht ja nicht. Nee, das ist ja, ich habe ja die volle Kontrolle hier über das System. So, also. Hier geht es um die, ja, um die Standards. Hier unten, das ist, glaube ich, ganz interessant, damit man das übereinander kriegen kann, hier, was eigentlich wofür gedacht worden ist. Und das bringt man ganz gut überein hier, mit dem brauchen wir nicht mehr, mit dem, wie die Dinger hier auch benannt werden, ne? Also da finden Sie zum Beispiel hier ein 40, das kann man sich noch vorstellen, das ist irgendwas mit 40. G steht für Gigabit, Base, Basisbandkodierung, heißt es eigentlich überall, also man hätte es auch fast weglassen können, bis auf einen, den ich noch nie gesehen habe, 10 Broad, das, da ist tatsächlich eine Modulation drauf gewesen. Alle anderen sind eine Basisbandkodierung, also ich mache einfach nur an, aus, nicht wie beim Funk, wo ich das Ganze auf 900 MHz oder ein paar GHz oder sowas umsetze, sondern ich bin hier einfach so mit Spannung an und aus, ne, unterwegs. So, und dann kommt dahinter noch ein T für zum Beispiel Twisted Pair oder irgendwas mit F und L und B für Wellenleiter und so oder eben auch einen C oder einen K. Und da findet man eben hier in der Übersicht, wofür denn eigentlich hier was gedacht sein könnte oder wofür was gedacht ist. Und schauen wir mal hier zunächst mal hier in die Twisted Pairs rein. Die haben alle das T hier und die gibt es jetzt hoch bis zu 40 Gigabit pro Sekunde. Da steht jetzt nicht drin, das ist ja auch immer die Frage, über welche Strecke das denn eigentlich gehen soll, ne? Also reden wir da jetzt über ein paar Meter oder reden wir da über ein paar hundert Meter? Das ist ein erheblicher Unterschied, gerade was die Dispersion anbelangt, ne? Dann gibt es natürlich auch hier die Geschmacksrichtung des Ethernets für die Backplane. Also Sie können auch über eine Backplane, Sie wissen, wie so ein Telekommunikationssystem in etwa aussieht. Wir haben da drüben einen stehen, ne? Da haben Sie also die Steckkarten. Und dann, der hat natürlich kein Ethernet, unser Gerät da nicht. Aber dann haben Sie da hinten die Rückwand, die alles miteinander verbindet, so wie Ihr Rückgrat auch vieles miteinander verbindet. Und da könnte man natürlich jetzt ein Ethernet drauflaufen lassen, damit die einzelnen Steckkarten miteinander sprechen können. So, oder man will eben hier nur ein elektrisches Interface oder sowas haben, also im Prinzip von einem Chip zum nächsten oder sowas kommen, ne? Oder man möchte hier eine Campus-Verdrahtung haben über mehrere hundert Meter oder so, was man schon optisch machen würde mit einer Multimode-Fiber. Das ist in der Regel mit dem, oder ist mit dem S abgekürzt. Und dann bitte? Twinax-Kabel, ich danke für die Frage. Wo ist das Bild denn nicht? Vielleicht ist es ein Quad-Kabel. Nö. Twinax ist, wo Sie zwei Kabel geschirmt. Da haben Sie zwei Kabel geschirmt in einem Koax-Kabel. Also zwei Adern im Prinzip und die sind dann geschirmt. Aber das Twisted Pair, wo man jetzt verwendet, ist ja auch bei Katzen geschirmt. Das ist ja im Prinzip so ähnlich. Habe ich das nicht? Das steht hier irgendwo. Nee, also. Also jein. Also das Koax-Kabel wie das Twinax-Kabel zeichnet sich ja dadurch aus, dass diese eine Ader wirklich definiert in der Mitte gehalten wird. Also koaxial, ja, aber auch die sind definiert jetzt nicht in der Mitte, weil das geht ja nicht, ne? Sondern die sind aber auch an einer definierten Stelle. Das heißt also, die sind wirklich in dieses Dielektrikum dann da eingebettet und da drumherum ist dann wahrscheinlich elliptisch oder eher elliptisch der Isolator drumherum. Wie beim Koaxkabel, nur eben mit zwei innen drin. Wenn Sie Twisted Pair nehmen,
dann kriegen, haben sie natürlich Twisted Pear in der ganz normalen Geschmacksrichtung mit ne? Einfach drumherum, einfach miteinander verwunden, fertig. So, und jetzt können Sie natürlich sagen, Sie nehmen dieses Twisted Pear nicht nur als Twisted Pear, sondern Sie wollen das nochmal abschirmen gegenüber anderen Paaren und dann wickeln Sie nochmal Alufolie drumherum. Das ist meist kein Schirmgeflecht oder sowas, sondern dann wird dann nochmal so Alufolie drumherum gewickelt. Und dann haben Sie natürlich Shielded Twisted Pear. So, das ist sicherlich so ähnlich, aber nicht gar so definiert wie Twinax. Wenn Sie jetzt einen Cut da durchmachen, dann sehen Sie natürlich, dass Sie dann in dieser also Alufolien-Schirmung drin haben Sie eigentlich zwei Kabel und dann haben Sie mal Isolator oder Dielektrikum und mal nicht. Weil beim Twinax haben Sie es nicht. Wenn Sie das durchschneiden, finde das Bild jetzt nicht. Wenn Sie das durchschneiden, dann haben Sie tatsächlich ein homogenes, soweit man davon reden kann, Dielektrikum und dann drumherum den Schirm. So, hier waren wir. So, die 4 hier hinter, die zeigt Ihnen immer an, wie viele Lanes oder wie viele Wellenlängen, wie viele Lanes verwendet werden. Wenn Sie also hier 100 Gigabit übertragen wollen, dann machen Sie das über 10 Leitungen. Das heißt das SRC, ne? Oder Sie machen das eben hier über 4 Leitungen, also A 25 Gigabit pro Sekunde, die dann aber hinterher natürlich wieder zusammengefahren werden, bitte. Das sind einzelne Glasfasern, ja. Die können natürlich oder sind sinnvollerweise natürlich in einem Kabel drin. Die sind auch sinnvollerweise auf einem Stecker aufgelegt, sodass sie dann mit einer Steckverbindung, also nicht so viermal stecken müssen, sondern einmal drauf und dann sind die alle dann auch richtig verbunden. Da kann man auch nichts durcheinander bringen und so. So, dann gibt es hier die Single Mode Fiber Geschmacksrichtung. Das ist hier erst die L. Da, upsa. Auch die gibt es mit verschiedenen Lanes und die geht eben hier für Long Reach, also 10 Kilometer. Und dann haben wir nochmal die Extended Range hier mit ER oder auch ER4. So, haben wir die noch irgendwo hier stehen. Und die Ls, da sind noch bei 1310 Nanometer, also auch ein Infrarotbereich, den wir drüben auch unterstützen, der den Sie nicht sehen. Und dann ist nochmal der 1515er Bereich für den Extended, den Sie gar nicht sehen. Da. Also gar nicht sehen, ist noch weiter im Infraroten. Wir reden hier übrigens, falls Sie mal Terahertz-Technik fragen, von 192 Terahertz, 190 Terahertz. Ne? Das ist die Frequenz. Also Terahertz-Technik gibt es schon, wird nur völlig anders unterstützt und ist dann eher so die optische. Das Problem ist dazwischen, also da, wo es optisch nicht geht und elektrisch noch nicht geht. So von irgendwie paar hundert Gigahertz bis paar hundert Terahertz, da ist so die Lücke. Okay. So, wo will man irgendwie was oder wie stellt man sich die Zukunft vor? Oh, ist der schön schnell hier, der Wii U. So, mal gucken, ist der jetzt IEEE? Ich kriege nicht mal den IEEE, also da ist irgendwie was. Irgendetwas schiefgelaufen heute. Okay, so. Wo finden wir uns hier? Da gucken wir uns nochmal die Datencenter an, wie man sich das eben vorstellt, wo der Einsatz stattfinden soll. Also in der Regel haben Sie jetzt ja hier so diese Server-Farmen. Das ist ja nicht nur einer, das sind so 19 Zoll-Racks. Das ist so die Größe von dem, was wir drüben eben auch da stehen haben. Und da sind dann immer so diese Blades, da mehrere, ein oder mehrere Höheneinheiten eben reingepackt. Die müssen sie irgendwie miteinander verdrahten. Und da finden ja auch die hohen Datenraten im Prinzip statt. Also die höchste Datenrate ist ja zwischen Google und Google, so, also im Rechenzentrum. Da und nicht Google mit irgendwem anders, ne? Sondern die intern, weil die ja selber auch ganz, ganz viel Daten selber hosten. So haben die da die höchsten Datenraten miteinander. So, und dann können Sie natürlich so einen Switch hier in die Mitte packen oder da oben drauf oder Row-End-Design oder sonst irgendetwas. Und dann müssen Sie nochmal gucken, wie Sie das dann nicht nur reihenweise, sondern auch rechenzentrumsweise verbinden hier. Patch-Panels hat und so weiter, Ether-Net-Switches und Router-Racks an der Stelle und da muss es auch irgendwie rausgehen. Jo. So, und hier reden wir zum Beispiel auch über die
Portdichten. Also hier geht es um die, wirklich um die Technik, um die Hardware. Aber da gehe ich auf das, die Tiefe nicht ein. Was haben wir denn noch hier? So, Ethernet, was könnte für uns noch interessant sein hier? Automotive, da irgendeiner von Ihnen erwähnte das noch heute. Automotive, Ethernet, ne? Dass man also im Auto auch so einige, zumindest hier die Rücklichter und die Kofferraumklappe und so mit Ethernet ausstattet. Welchen Sinn auch immer das machen soll, da können wir uns alle vorstellen. Ne? Und dann eben hier, wie komme ich zum Kunden? Nämlich über Cable Network, das ist der Kabelnetzbetreiber, also hier Kabelfernsehen. Und das Telekommunikationsnetzwerk, das normale Telco-Netz, worüber man momentan ja immer redet, alle wollen ja die veralteten Kupferkabel loswerden, was ich als solches völligen Schwachsinn finde, weil es ist völlig normal, dass man ein Kupferkabel hat. Also für Strom, also für Elektrotechniker ist, würde ich jetzt irgendetwas an einem Kupferkabel nicht für veraltet halten wollen. Genau, Strom über Licht scheint nicht so sinnvoll. Ne? Also das hat alles irgendwie seine Bedeutung. Und ich halte es für durchaus, also es hat ein paar Nachteile, aber ich halte es für durchaus sinnvoll, auch was hier so Budget anbelangt, dass man nicht nur, weil irgendeiner plötzlich eine Idee hatte, alle Bürgersteige und Grundstücke aufgräbt, um da jetzt mal Glasfaserkabel reinzulegen, sondern man sollte schon, wenn man das technisch kann, auch das Kupferkabel nochmal zu Ende nutzen. Also wer von Ihnen hat eigentlich mehr als 10 Megabit zu Hause? Downstream. Alle. Okay, mehr als 20? 50? 100? 120? Ha! Ja, natürlich. Ja gut, ich habe nicht gefragt, mit welcher Technik, ne? Hat sich für mich einfach budgetmäßig oder vom Tarif her angeboten, auf den mal zu wechseln. Und was ich das Bittere daran finde, ist, dass ich nur 6 Megabit Upstream habe. Das ärgert mich eigentlich mehr als der Down. Also mit 100, ich hätte auch 60 Down genommen und 10 hoch oder so. Das hätte mir. Ja, Telekom ist keine Option bei mir. Und die haben noch Kupfer gelegt? Nee, das lag, also Kupfer, das lag ja schon alles da, Telekom. Mhm. Und ein Kabel lag auch damals da, das wird alles parallel reingezogen. Aber das Cabinet, wie sie es immer so schön nennen, das war halt auch mit Kupfer angebunden. Achso, da haben sie es gemacht. Okay, also im Prinzip ein Fiber to the Curb oder sowas, genau, gemacht. Also es ist schon klar, dass über die Jahre die Glasfaser dichter und dichter an das Zuhause ranwachsen wird. Weil die Glasfaser dann schon eine höhere Datenrate ermöglicht als das Kupferkabel. Nicht nur die Frage ist, wie schnell geht das und wann muss man das machen. Und ich bin, weiß ich nicht, ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt plötzlich jedes Haus mit Kupfer anbinden muss, mit Glasfaser anbinden muss, jetzt sofort, ad hoc, weil das jetzt zumindest jeder Ort, jede größere Ortschaft, damit jeder dann irgendwie über Kupfer eine einigermaßen vernünftige Datenrate kriegen kann. Das Problem, also ich habe es gestern gelesen, dieser neue Helge Braun, oder wie heißt er? Also der Typ, der eigentlich wirklich für die Digitalisierung zuständig ist im Kanzleramt, das ist nämlich gar nicht die Bär, der hat jetzt irgendwie schon verlauten lassen, dass also kupferbasierte Ausbaudinge nicht mehr bezuschusst werden. So, das ist vielleicht eine ganz sinnvolle Variante. Und das eigentliche Problem beim Vectoring ist ja, dass Sie, wenn Sie Vectoring betreiben, dann müssen Sie alle Daten kennen, die auf dem Kabel oder auf diesem Kabelstrang stattfinden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle Daten in einer Hand sind. So, und damit ist auf technische Art und Weise die Telekom wieder absolut am Drücker. Und das ist das, was ja viele, viele andere nicht wollen und vielleicht auch eine Bundesnetzagentur oder auch wir als Kunden vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Dass es wieder einen gibt, der die zentrale Instanz, sein muss. Das ist der eigentliche Nachteil. Ansonsten würde ich sagen, wenn ich jetzt 50 Megabit oder 100 Megabit über Kupfer kriege oder über Glasfaser, was ist für mich der Unterschied? Also das eine Bit ist ja nicht schöner als das andere.
So, und natürlich, wenn ich dann irgendwie noch mehr haben möchte, damit ich demnächst auch Teleportation oder sowas machen kann, dann brauche ich natürlich vielleicht, ja gut, wir können ja auch über Flugtaktik reden, können auch über Teleportation reden. Dann muss ich eben vielleicht wirklich höhere Datenraten haben, aber das hat vielleicht auch noch ein paar Jahre Zeit. Also da muss ich jetzt auch nicht sofort aktiv, aber gut. Wenn man es neu legt, das ist es für mich keine Frage. Wenn man es neu legt, sollte man eine Glasfaser reinlegen oder mindestens ein Leerrohr. Das ist eindeutig, glaube ich. Aber wenn man bestehende Systeme hat, dann kann man die auch erstmal nutzen. Gibt es einen sinnvollen Glasfasertarif? Nee, aber Ihre Glasfaser muss ja auch irgendwo angeschlossen werden. Ja, Opal ist noch was anderes. Also auch da gibt es zwei Geschmacksrichtungen. Das eine ist eben die vom IEEE, die in die Richtung geht, dass man auch Ethernet über Glasfaser bis zum Hause schiebt. Und es gibt das GPON oder das PON, das Passive Optical Network. Das ist eigentlich eine Variante. Da haben Sie, also auf dem Kabel, auch das bei Ihnen ankommt, sind auch die Daten Ihrer Nachbarn drauf. Spielt aber gar keine Rolle, weil ist ja Glasfaser, ist ja genug Bandbreite da. So, eigentlich werden alle Daten in ein Kabel getan und dann gibt es so Splitter. Deswegen Passive Optical Networks, also Splitter, die einfach nur das von 1 auf 10 oder so teilen. Das heißt, sie kriegen natürlich auch nur ein Zehntel der Leistung. Sie haben alle Daten von allen, nur kommen sie nicht dran, weil die ja chiffriert sind. Ne? Also insofern kann Ihnen das egal sein, aber einfach werden die Daten einfach nur so aufgeteilt. So. Und eingespeist werden sie eigentlich in ein Kabel. Das ist so die Architektur, die man unter dem Passive Optical Network heute versteht. Die Datenrate reicht eigentlich. Aber ich weiß nicht, gibt es irgendwie einen Glasfasertarif, einen sinnvollen? Nicht recherchiert. Können Sie mal gucken. Ja. Ja, eben, das ist ja das, was ich sagen will. Doch, gibt's. Ja gut, aber wenn Sie schon mal irgendwo. Ha? Na gut. Also, wird offensichtlich was angeboten. Aber nicht. Und ich suche mal gerade nach dem Nummer 9. Da haben wir den, ne? Das sind hier der 1000 Base PX oder 1000 Base PX10 oder PX20. Das ist so ein Punkt zum Multipunkt und das ist tatsächlich hier, was ich eben beschrieben habe, als so ein passiv-optisches Netzwerk, das mir auf zwei Daten, das, ich verstehe nicht, warum man das tut, das auf einer Leitung im Prinzip den Uplink und den Downlink macht, einmal bei 1310 und einmal bei 1490 Nanometer. Ja, also beide Daten haben Sie auf einem Kabel liegen.
Der Vorteil mag sein, dass sie sich so ein bisschen die Netzwerkinfrastruktur minimieren können und dafür nicht zwei Anschlüsse machen. Denn normalerweise sind die optischen Netzwerke eigentlich alle so aufgebaut, dass sie ein Kabel für die eine Richtung und das andere Kabel für die andere Richtung haben und eben nicht Hin- und Rückweg auf wirklich einer Faser machen. Aber es setzt natürlich voraus, dass Sie immer zwei dedizierte Anschlüsse haben und so weiter. Und wenn Sie passive Verteilung machen wollen oder passive Bündelung der Daten wieder machen wollen, die dann eben von Ihnen und Ihrem Nachbarn dann wieder auf einen Punkt zurückläuft, dann sparen Sie natürlich, wenn alles in einer Faser ist, ne? Also nur einmal anschließen müssen und auch den Splitter oder Combiner nur einmal haben müssen. Okay, so. Es gibt natürlich noch andere Alternativen hier. Es gibt nicht nur Ethernet, über das ich jetzt hier im Wesentlichen gesprochen habe, sondern es gibt noch andere Sachen hier, wie zum Beispiel für eine Backplane-Verkabelung ist eigentlich PCI so ein Standard, kennt jeder vom PC. Der macht halt ein bisschen weniger, oder wenn Sie Point-to-Point einfach nur Geräte verbinden wollen, dann machen wir eigentlich USB heutzutage. Im Wide-Area-Network-Bereich ist das Ethernet, ich hätte fast gesagt, ständig kommend, aber schon seit ich aus der Telekom-Industrie ausgestiegen bin, ist Ethernet kommend und noch unten nicht drin, denn da gibt es hier die Synchronous Digital Hierarchy oder die Synchronous Optical Networks. Fast das gleiche, nur das eine ist europäisch, das andere ist amerikanisch, spezifiziert nach der ITU. Also da sind die Weitverkehrsnetze eben über SDH auch bis in den hohen Gigahertz-Bereich, 100 Gigabit-Bereich, 100 Gigabit pro Sekunde und höher definiert. Oder über die OTU, die Optical Transport Units und so, ist der ganze Transportbereich. Das heißt, das also, wenn Sie große Datenmengen parallel transportieren wollen, dann ist das eben der Transportbereich. Der ist eigentlich noch in ITU oder andere Organisationshand, da ist das Ethernet noch nicht so richtig reingekommen, auch wenn die Terabit Mountains da schon definiert haben. ATM ist tot sozusagen. Bei FDH war ja schon vor ATM da. Ja, SDH, also ATM ist ja eine Schicht drüber. Ja? SDH, also wenn Sie die Geschichte der Telekommunikationstechnik tatsächlich hören wollen, dann beginnt das mit dem ISDN. Also wir haben ISDN mit, was hat ISDN? 64 Kilobit pro Sekunde, genau. So, davon packen Sie 30 plus zwei Steuerkanäle zusammen, dann müssten Sie bei 2 Megabit pro Sekunde rauskommen. Das nennt man auch E1. Diese E1er können Sie wieder hoch, können Sie weiter hoch aggregieren auf einen E3 beispielsweise, und es gibt eine entsprechende Geschmacksrichtung, die heißt dann T1, auf dem amerikanischen Kontinent. Das können Sie hoch aggregieren in 34er, und davon können Sie dann wieder 1 oder 4 zusammenpacken. Dann haben Sie ein, das muss ich mal gerade rechnen, dann haben Sie ein STM1, ein Synchronous Transport Module 1, das hat 155 Megabit pro Sekunde und hat unten drunter, ich meine, 63 E1-Kanäle, müssten wir dann aber ausrechnen im Detail. Also wenn ich es gerade brauche, habe ich es auch wieder drauf. Dann gucke ich mir das gerade mal nach und dann habe ich es drauf. Aber ansonsten merke ich mir diese Zahlen noch nicht so unbedingt. Also man hat da eine Hierarchie drin. Die Hierarchie unterhalb von STM heißt PDH, also plesiochrone digitale Hierarchie. Die sind nur fast synchron, die Sachen. Da werden ab und zu mal Stopfbits reingetan oder wieder rausgetan, weil die auseinanderlaufen. Aber im Synchronous Digital digitalen Netzwerken hat man dann tatsächlich synchrone Netzelemente, und da braucht man keine Stopfbits mehr, sondern kommt Bit an Bit an Bit an Bit an Bit. Und Sie haben es eventuell gesehen, aber bei unserer SDH-Maschine, die wir drüben stehen haben, dass da ab und zu mal so ein AU-Pointer-Fehlermeldung anging, so eine rote LED, da stand dann irgendwie Pointer drauf oder so, da war es dann nicht mehr ganz synchron, da musste dann irgendwie so ein Pointer auf das Netz, auf den Bitstrom neu gesetzt werden. So. Diese 155 Megabit pro Sekunde können Sie auch aufteilen in Pakete A53 mit 48-Bit-Nutzdaten und 5 entsprechend dann Adressierungsdaten. Und da haben Sie den Asynchronous Transfer Mode, das ATM, drin. Wie gemacht dafür, da jetzt auch Sprachdaten reinzupacken, weil ganz kleine Pakete,
Das heißt, sie haben kurze Zeiten, die sie warten müssen, bis dann mal die Byte zusammengepackt worden sind. Und dementsprechend können sie natürlich auch so einen kontinuierlichen Datenstrom in sehr kurzer, mit sehr kurzen Latenz und Wartezeiten sehr gut darstellen, was sie für Voice zum Beispiel brauchen. Also Sie können ja Voice-Kommunikation auf die eine Art machen. Sie können natürlich eine CD besprechen, die CD wegschicken und dann ist die irgendwo da. Dann haben Sie irgendwie die ganze CD da. Also ein Musikstück macht man das ja so beim Kunden, ne? Das will man aber ja nicht. Man will ja in Echtzeit kommunizieren, wenn Sie telefonieren. Also will man kleine Pakete nicht warten müssen und dann kann man sofort dem anderen ins Wort fallen. Das ist ja der Plan. So, und das hat man mit dem ATM abgebildet. Dann hat man ATM aber, glaube ich, nur hochgezogen bis zum STM4, also 622 Megabit pro Sekunde. Das ist das Schnellste, was wir da drüben unterstützen. Aber danach war dann Schulz. Und es ging nicht. Bitte? Da war Schluss. Schluss war gemeint. Da hat man das nicht sonderlich, da hat man das nicht weitergetrieben. Und ATM ist dann wieder mehr oder weniger aus den Netzen verschwunden. Also es wird noch an der einen oder anderen Stelle gebraucht. Sie haben auch ATM, DSL-Netzelemente, IP-DSL-Netzelemente und so, aber die sind so dann wieder rausgegangen. Aber mit STM 16, 64, bla 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 und so weiter. 256 hat sich das SDH ja weiterentwickelt und hat auch höhere Datenraten noch ermöglicht. Also diese ist immer die Zahl dahinter mal 155 Megabit ist so in etwa die Datenrate, wo ist es im Detail, also auf die letzten Schrammerstellen kann man es auch ausrechnen, ist in etwa die Datenrate, die dann ermöglicht wird. Also wenn Sie STM 64 haben, 64 mal 155, können Sie gerade ausrechnen, kannst du es gerade nicht, müssen Sie beim 10 Gigabit oder so, ne? Dann machen wir. Das ist die Datenrate, die dann da unterstützt wird. Und da ist ATM eben nicht mehr mitgekommen. Und ATM ist heute eher Geschichte. Was war das jetzt? 54? 64 mal 155. Ja, 9,9. Ja, ja. Also 10 Gig. Gut, so. Wir finden dann... bitte? Das sagen Sie heute. Vor ein paar Jahren war es noch, aber die Transatlantikleitung, wobei das klappt ja auch ziemlich stark auseinander. Also, da macht man natürlich ganz viele Tricks. Über ein paar davon sprechen wir auch noch hier. So. Das heißt ja nicht, dass Sie, oder es ist ja nicht Gott gegeben, dass Sie jetzt mit diesen 10 Gigabit wirklich genau eine Glasfaser belegen müssen oder können, nur können und nicht noch weitere Sachen über die Glasfaser rüberkriegen können. Wenn wir über Glasfasern sprechen, müssen wir mal ausrechnen, wie groß die Bandbreite so einer Glasfaser eigentlich wirklich ist. Dann können Sie mehrere von diesen Strömen über eins laufen lassen. Das ist aber erstmal nicht der Plan unbedingt beim SDH. So, aber wir reden hier von Dingen, die an die 20 Jahre alt sind zunächst mal. Also 10 Gigabit pro Sekunde gibt es in Geräten, die auch heute schon rausgeschmissen werden. Und wenn ich nicht sagen will, 10 Gigabit pro Sekunde gibt es nicht, Links gibt es nicht mehr und werden völlig entsorgt. Aber das ist eine Technik, die wir vor, von wann ist denn der MSH 64? Der ist aus den 90er Jahren. So eine Marconi-Maschine. Also da hat man das dann schon gehabt. Heute reden wir natürlich über 100 Gigabit pro Sekunde, aber das heißt ja nicht, dass plötzlich 10 Gigabit alles völlig obsolet ist. Aber Sie haben verschiedene Stellen im Netz immer noch sowas drin. So, wie... Bitte? Das ist ein MSH64. Das ist das Koppelnetz aus dem MSH64. Habe ich oben stehen, bringe ich gleich mit, wenn wir nochmal eine Pause machen. Der kann nämlich jetzt tatsächlich hier auf der einen Seite, hier unten kommt 10 Gig rein und dann macht er da E1 draus. Können Sie mal schnell ausrechnen, wie viel E1 der unterstützen können muss. Wahrscheinlich kann er nicht jeden einzelnen auseinanderlegen, so viele Ports passen nämlich gar nicht auf das Ding drauf. Das ist eine Kiste, die ist mannshoch,
Ne? Das Ding, das steht schon drauf. 10 Kilo, ich hol's gerade. Komm. Oh, pass auf, die kriege ich halt mit dem Fuß auf. Dankeschön. Ich muss noch mal weg. Ich wollte eigentlich über dieses Ethernet-Thema so ein bisschen flott drüber gehen. Aber ich meine, Klappe. Nee, also Sie müssen das ein bisschen steuern. Wenn Sie jetzt irgendwie sagen, das ist hier so wie der Herr Kies, das ist eigentlich völlig langweilig. Ist das? Nee, Sie, ne? Wenn Sie jetzt alle sagen, es ist total langweilig hier und warum bin ich eigentlich hier, dann müssen Sie, sagen Sie Bescheid. Wir können das auch anders machen. Also wir können auch mehr rechnen und so weiter und so fort. Oder wir können uns über solche Sachen unterhalten oder auch und auch angucken. Also ein bisschen Show and Tell betreiben. Das ist irgendwie ein falsches Thema, oder? Infineon, wir sind über die Chips draufgekommen. Ja. Ich wollte nur gucken, ob sie noch gibt. Nee. Infineon gibt es noch. Er hat behauptet, Infineon sei also heute wieder was wert. Also, das hier ist eben das Koppelnetz aus dem MSH64. Doch, stimmt, die haben nur die Wireless-Karte verkauft. So, da man hier die Stecker, oh, die muss man doch hier vorne machen, ne? Mal so ein bisschen in der Kamera sieht. So, da hier so viele, da man hier das Ding nicht, also die Steckkräfte einfach zu groß sind, die man hier braucht, um diese, können Sie mal ausreden, wie viele Stecker das sind, um das dann in die Blackton reinzustecken, hat man hier eine Kurbel dran gemacht, ne? Dass sie es reinkurbeln können und rauskurbeln können. Und schön, also ja, man muss sich was einfallen lassen, ne? Das ist ein tolles Gerät. Ist wirklich, also nicht dieses hier, sondern die ganze Kiste da. Ist echt toll. Hat mir auch richtig Spaß, damit zu arbeiten. Aber ist, die wird werden weggeschmissen, ne? Das ist Geschichte. Tatsächlich Geschichte. Die Backplane ist daumendick. Muss ich überlegen, wie viele Layer da drin sind, ne? Sie können das gerne nehmen, das hin, heben Sie es an. Hier schön das handgeschriebene Schild hier vorne. Ne? Also, ja. So, und was der machen kann, allerdings völlig anderer Hersteller hier. Cisco. Das war mal richtig teuer, diese Platte hier. Ist auch so ein richtiger Dinosaurier.
auch Multilayer, viele Chips drauf, hier Speicherbank und so weiter. Braucht heute auch keiner mehr. Sie sehen schon wesentlich weniger Anschlüsse hier an der Stelle. Der macht Ihnen hier, ich glaube, 12 E1er. Also das sind hier die 2 Megabit-Anschlüsse da. Auf 110 Ohm Twisted Pair. Was? 2 Megabit? Ja. Für gar nichts. Junge, wir haben das sind 30 Telefonate. Pro Ding, ja. Ne, pro Ding hier sind es 30 Telefonate. Oder so ein Anschluss hier von so einem Geldautomaten oder so. Wird auch gerne über E1 noch gemacht. Aber das ist dann nicht das Internetprotokoll. Nein, natürlich nicht. Das ist E1 eben, 2 Megabit pro Sekunde. Und da laufen dann andere Datenprotokolle drauf. So, wo wir gerade so dabei waren. Das ist jetzt ein Koppelnetz, aber das ist auch was völlig anderes hier. Jetzt haben wir mal richtige Terahertz-Technik. Ein 10 Gigabit pro Sekunde, nur Sender bei 193,55 Terahertz oder einer Wellenlänge von 148,9 Nanometer. Das Spannende daran ist hier der Laser, der von JDS UDisphere hier hergestellt ist. Ich nehme an, der ist tatsächlich, der sollte ein Dreier sein. Wahrscheinlich, weil der nicht sichtbar ist. Aber der ist auch geschützt. Also sobald sie hier die Empfangsrichtung nicht mehr stimmt, dann schaltet er sich auch ab und so. Also der hat. Ich habe jetzt mal eine Frage. Mit dem hat man das jetzt aus der Backplane quasi rausgeführt an die Hausanschlüsse? Oder so? Oder an Bankautomat oder irgendwas? An eine EWSD oder sonst irgendwas, ja. Und das ist ja im Prinzip das gleiche nur für Glasfaser, oder? Das ist hier was für den Backbone. Achso, das ist ein Glasfaser. Das ist tatsächlich für Glasfaser, für den Backbone, ja. Okay, das heißt, da hast du quasi von deiner Backplane, hast du das an den Backbone, also genau. Hast du rausgeführt. Mhm. Und was hat der gemacht? Weil er da keinen Anschluss hat. Also da nee, da kommt auf der einen Seite, kommen da auf irgendeine Art und Weise über die Backplane wahrscheinlich proprietär 10 Gigabit rein. Also, und, auch auf den Pin. Ja. Und die zerlegt er dann in. Nach dem, was vorher konfiguriert wurde, zerlegt er die in die entsprechenden E1-Ströme meinetwegen oder in die STM1-Ströme und schiebt die auf einem anderen Backplane-Pin wieder raus. Das heißt, das ist im Prinzip von der Geschwindigkeit gleich mit der, weil das war doch auch E1. Ja, aber der kann ja nur E1. Ach so. Und der kriegt das auch schon vorbereitet, da ist jeder Pin hinten an der Backplane einem Pin vorne mehr oder weniger zugeordnet. Na, ganz so ist es nicht. So, und der eben nicht, sondern das ist tatsächlich das ist das Herzstück, das Koppelnetz. Also, klar, also der dicke Datenstrom mit, wie viel hatten wir ausgerechnet, 64 mal 63, also ganz vielen. Was ist da schon? Der war doch eben hier mal, ne? Genau, das war 63 mal. Also der kriegt im Prinzip 4000, so müsste das sein. Es kann sein, dass der auf einer Leitung da mal 4000 E1-Ströme reinkriegt, aber anders eingepackt. Und dann packt er die aus und schickt die auf einen anderen Stecker. Also der einen auf den ersten auf den Stecker, den zweiten auf den nächsten und so weiter und so fort. Und dann kommt, aber das ist ein anderer Hersteller gewesen, ja. Ne? Dann kommt sinngemäß so eine Karte da, die das dann nochmal wieder nach draußen führt. Das sind die hier oben so stecken, ja. Der hat die Anschlüsse dran. Also wenn das Bild hier oben weitergeht, ja. Dann sind da die E1-Anschlüsse dran. Ja, aber halt alles nochmal über den Backbone geführt. Ja, natürlich. Ja, Sie können die Komplexität nicht anders handhaben. Das hat nicht nur was mit Wartung zu tun, das hat was mit Konfigurierbarkeit zu tun. Also der eine will eben mehr E1en und der andere will mehr STM1en und dann will einer noch einen Coax E3 oder so haben. Ja? Also Sie wollen es konfigurieren können. Das ist das eine. Und zum anderen, Sie müssen die Komplexität ja irgendwie handhaben. Also sowas ist ja schon irre.
Und das, also sie müssen es in kleinere Einheiten zerschneiden. Sonst funktioniert das ja, nicht. Okay. Ja, ja. Also hier noch so ein Laserding. Und das ist eigentlich eher was hier für später. Hier ein Mux, D-Mux. Der kann unterschiedliche WDM-Kanäle auf eine Glasfaser kombinieren und auch wieder auseinandernehmen. Also wenn hier was rein, hier ein Signal reinkommt mit verschiedenen Farben, ist darauf für. Das ist die ganze Kühlkörper nur für die Laserdiode. Ja, ja. Na, 10 Gig macht die. Ja, 10 Gig und was für eine Lichtleistung mäßig? Weiß ich nicht, hätte es gesagt, so um Milliwatt oder sowas, vielleicht 10. Oh, mehr sicher nicht. Das ist schon mal heftig. Ja. So. Und machen wir dann noch die optischen Verfahren, da wissen wir, was für optische Geräte dran. Also zum einen haben Sie hier noch Support Channel, also Kanäle, wo einfach nur Licht reinkommt, und wenn dieses Licht an der anderen Seite nicht ankommt, dann ist das Kabel wohl gebrochen. Also das macht man nicht unbedingt über den Datenkanal, schon ist einfach hier da vorne da hin. Ne? Cooles Teil, oder? Das macht man nicht unbedingt. Ja, ja. Ja, das kriegen sie anders, nicht rein und nicht raus, keine Chance. Aber wie gesagt, das ist eher fürs Deutsche Museum, aber gut. Aber mit den Layers sind gut, aber wenn man die Kabel so auf splitten will, dann braucht man irgendwie Stecker, die so viele Pins haben. Ja, natürlich, also ich glaube, so viele Alternativen, das zu machen, hatten sie nicht. Und das, ich meine, das ist ja auch sehr weit eingesetzt gewesen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Unikat war, dass nur mal einer irgendwo sich ausgedacht hat und dann die Firma pleite gegangen ist, sondern das ist ja ein richtiger Renner gewesen. Davon gibt es ja, weiß ich nicht. Die neue Technik ist schon komplett anders. Also das ist ja alles noch Leitungsvermittlung gewesen. Also da sitzt im Prinzip jetzt ja einer vor und der konfiguriert, ja, nicht welcher Pin mit welchem, sondern wie wir es drüben auch gemacht haben, der macht so Cross-Connects, legt er an. Ne? Also das ist im Prinzip der große Bruder von dem, was wir drüben stehen haben. Da werden Cross-Connects angelegt und dann sagen sie eben, der eine Strom aus dem 10-Gig-Paket, der geht auf den und den Pin oben raus. Also das ist ja so der Plan, aber das muss einer machen. Und das macht man ja heute nicht mehr, sondern heute hat man ja die Router, die das Paket, also das Paket trägt die Information ja schon mit, wo es hingehen soll, über die Adressen. Und deswegen funktioniert das ja prinzipiell schon anders. Was? Achso, hier hatten wir jetzt noch, aber das ist eher was für später im Semester. Gucken wir nochmal. Das sind so Quarze, ja. Ja gut, das ist hier so, die sind so Transformatoren hier vorne drin und ein bisschen Schutz, damit dann nicht ein Blitzeinschlag gleich die ganze Kiste zerschmettert. Ne? Ja, das ist dann von dem Protokoll, das hier hinten läuft, auf das Protokoll hier draußen umgesetzt. Aber die Datenströme sind. Das müsste aber sehr ähnlich sein, oder ist das gleiche? Also ich habe das jetzt noch nicht mehr recherchiert, welche genaue Funktion die Karte jetzt hat. Ja, aber gucken Sie mal drauf, es lohnt sich nicht mehr. Die wollen Sie nicht haben, die nehmen nur Platz weg bei Ihnen. Also wahrscheinlich haben Sie gar keinen Anschluss mehr, der das unterstützt. Was eigentlich im Sinne der Vorlesung jetzt gewesen wäre, wären jetzt die Teile hier, die ich hier auch auf dem Wege gleich auch mitgebracht habe. Wir kommen nämlich jetzt wieder zurück zu der Layer-Struktur. Und zu der Layer-Struktur hier im Ethernet. Hier links haben wir nochmal die OSI-Layer aufgeführt. Das ist tatsächlich aus so einem Standard raus. Schön ist im Weg. Schon. Ja, gut. Ihnen.
das ist jetzt hier, ja gut, und da gibt es, das ist natürlich hier für 100 Gigabase, also 100 Gigabit pro Sekunde, das machen die Teile hier offensichtlich nicht. Also ganz offensichtlich nicht. Auch das ist was aus dem, mehr oder weniger aus dem Museum. Hat aber einen Vorteil. Sie haben hier ein Media Independent Interface. Dafür steht das MII. Und das war früher hier so ein DSUB 15er. Ne, so ein DSUB 15. Und dann konnten Sie sich aussuchen, allerdings für 10 Megabit hier, konnten Sie sich aussuchen, möchte ich denn hier Twisted Pair oder möchte ich Coax da drauf machen? Also dann das Media-Dependent-Interface, weil Coax hat offensichtlich, ist offensichtlich ein anderes Medium, hat elektrisch andere Charakteristiken, aber hier ganz offensichtlich auch mechanisch andere Charakteristiken als Twisted Pair. Ne? Und da hat man eben genau dieses Ding hier dazwischen gepackt. Wie gesagt, das ist natürlich hier das Bild für 100 Gig und der macht keine 100 Gig. Ne? Aber das Prinzip ist dasselbe geblieben. Man hat eben hier die unteren Layer sich betrachten, das Media-Independent-Interface, das Media-Dependent-Interface und dann das Medium hier unten. Da. Ja, da noch. Da sind Sie dran. So, und dementsprechend finden Sie hier unten natürlich den, das Medium und den gesamten Physical Layer hier, der hier aufgeteilt wird noch in den Physical Medium Dependent, den Attachment für das physikalische Medium, dann den Physical Coding Sublayer hier an der Stelle, Reconciliation. Und da sind wir dann in dem Mac und da ist das eigentlich auch, wo ich schon wieder aufhören möchte, darüber zu sprechen, nicht? Und andere es schon getan haben. Also hier kommt dann eben der Data Link Layer mit Mac Control, der ganzen Steuerung, dem CSMA, CD. Also darf ich zugreifen oder eben nicht, nicht? Also hören und eventuell die Kollision detektieren oder vermeiden. Die Adressen zu packen, die Paketierung in die einzelnen Frames, Adressen auswerten, Frame-Check-Summen auswerten und so weiter, was jetzt hier nicht das Thema sein soll. Ne? Und diese Media Access Unit, das ist genau dieses graue Kisten, die Sie da haben, das existiert heute so in der Form nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auf der Platine nicht mal mehr zu finden, dieses Interface, sondern das ist irgendwo, wenn überhaupt noch, sind das ein paar Lanes im Chip selber. Kommen Sie niemals mehr dran, sehen Sie nicht mehr, braucht heute auch keiner mehr. Also Sie haben das Twisted Pair-Anschluss direkt am Rechner, Coax will keiner mehr machen. Aber das Schöne ist eben, es passt noch genau zu diesem, zu dieser Schnittstelle und der Aufteilung, die hier ist. Auch das eher etwas Geschichtliches. So, was kann da drin sein? Hier gezeigt nochmal für das 100 GB LR4, also das, was wir hier jetzt auch haben, 1310 Nanometer, beziehungsweise hier sogar 1550, ermöglicht das Ganze hier oben noch. Aber dann müssen Sie natürlich irgendwo mal Physical Media Dependent werden. Und das ist in diesem Fall hier mal gezeigt für den LR4. Das heißt, Sie haben hier 4 Optical Transmitter und Receiver auf der Seite, die jeweils 25 Gigabit pro Sekunde machen. Dann haben Sie einen WD-MUX, also ein Wavelength Division Multiplexer. Das ist im Prinzip dieses Gerät hier. Das aber. Der kann auch über zwei Farben, wenn ich es richtig weiß. Ja, das ist aber. Also, das hier ist. Also das ist nicht dasselbe wie im Ethernet, das stammt aus einem völlig anderen Protokoll. Aber im Prinzip machen Sie hier das, dass Sie hier verschiedene Farben, verschiedene Lichtwellenlängen haben, die Sie über ein passives optisches Medium zusammenfahren auf einen Anschluss. Hier sind es mehr, hier sind es 8. Und auch in der Frequenz liegen die anders, als die da liegen würden. Ne? Und auf der anderen Seite brauchen Sie das Gegenteil, also ein Demux. Das heißt, hier kommt es mit einem Kabel rein und verteilt sich hier wieder auf die 8. Da sind es 4. Und das ist auf einer Karte gemacht und das hier ist eine separate Karte gewesen, wo Sie separate Anschlüsse dran haben würden. Wenn Sie es so sehen mögen. Ne? So, und dann hat man hier natürlich die Dinger, das muss man das wieder optisch elektrisch wandeln und dann muss man wieder den Datenstrom aus 4x25 einmal 100 machen, damit Sie damit umgehen können. Gut, so, damit sind wir durch das Thema Ethernet auch schon durch. Wie ist das mit Ihnen und Pause? Wollen wir bis 12:15 machen und dann Schluss?
Oder machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause und dann bis 12:30? Oder machen wir bis 12:30, ne? Quatsch, bis 20 vor Pause.